Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen der Liechtenstein-Gruppe und der LIKO alle herzlich zu unserem LIKO-Forum begrüßen und mich für Ihr Kommen besonders bedanken. Ich möchte auch gleich die Gelegenheit wahrnehmen, die österreichische Bundesministerin für Landwirtschaft und Tourismus, Elisabeth Köstinger, zu begrüßen. Es ist eine große Freude, Sie heute hier zu haben und herzlichen Dank, dass Sie in diesen auch politisch hektischen Zeiten unserer Einladung Folge geleistet sind und auch einige Grußworte an uns richten werden. Und ich weiß, dass Sie eine große Förderin einer nachhaltigen und aktiven Forstwirtschaft sind und ich bin auch persönlich überzeugt, dass die öffentliche Hand und die Privatwirtschaft eng zusammenarbeiten müssen, um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern. Des Weiteren möchte ich auch unseren Keynote-Speaker Tom Crowther ganz herzlich begrüßen. Tom Crowther ist Professor an der renommierten Schweizer Universität ETH und Gründer des Crowther Lab. Seit Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Aufforstung und hat hier eine umfassende Studie veröffentlicht, die sehr viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Ich darf ihn auch da kurz zitieren. Wir alle wussten, dass die Aufforstung der Wälder einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten könnte. Aber bislang war unklar, wie groß der Effekt wäre. Unsere Studie zeigt deutlich, dass Flächen zu bewalden ein wirksames Mittel wäre, um Kohlenstoff in der Atmosphäre zu reduzieren. Allerdings müssen wir schnell handeln und hier der mahnende Zeigefinger, denn es wird Jahrzehnte dauern, bis die Wälder reifen und ihr Potenzial als natürlicher CO2-Speicher ausschöpfen. Tom, thank you very much for attending our conference. I'm delighted to welcome you here and I'm very much looking forward to an inspiring speech and a keynote. Thank you very much. Auch möchte ich mich bei allen weiteren Referenten bedanken, sowie denen, die sich bereit erklärt haben, auf dem Panel heute mitzudiskutieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere heimischen Wälder stehen vor großen Herausforderungen. Der Klimawandel in den letzten Jahren hat seine Spuren hinterlassen. Hohe Temperaturen, geringer Niederschlag, so eine Explosion des Borkenkäfers haben in vielen Regionen zu enormen Schäden geführt. In Deutschland alleine gehen Fachleute von einem Schadholzbefall von 171 Millionen Festmeter aus. Und eine Fläche von 277.000 Hektar muss wieder bewaldet werden. Das sind ganz beeindruckende Zahlen. Zu den Waldschäden kommt noch ein zunehmender Druck der Öffentlichkeit, den Wald als Freizeit- und Erholungsgebiet zu nutzen. So wie eine fragwürdige EU-Waldstrategie, die eine Außernutzungsstellung der Waldflächen vorsieht. Also keine einfachen Zeiten für Waldbesitzer und die Forstwirtschaft. Und ich denke, wir sind uns aber alle einig, dass unsere Wälder unverzichtbar für den Klimaschutz sind und für Einkommen und Arbeit in den ländlichen Räumen. Und als Lieferant eines nachhaltig verfügbaren und klimafreundlichen Baustoff, nämlich Holz, für die Erholung der Bevölkerung und für die Biodiversität. Diese Funktionen, meine Damen und Herren, können unsere Wälder aber nur erfüllen, wenn sie vital sind. Bäume, die fehlen, können nicht zur Senkung des CO2-Ausstoßes beitragen. Und somit ist der Schutz unserer Wälder eine Generationenaufgabe. Wie sollen klimafitte Wälder der Zukunft aussehen? Das ist eine Frage, die uns als Familie und langjähriger Waldbesitzer schon seit vielen Jahren beschäftigt. Und hier versuchen wir, über das Unternehmen LIKO einen Beitrag zu leisten. Die LIKO-Gruppe ist mit 6 Produktionsstandorten, über 300 Hektar Produktionsflächen
unter einem jährlichen Verkaufsvolumen von knapp 30 Millionen Pflanzen einer der führenden Forstpflanzenproduzenten in der Dachregion. Seit Jahren beschäftigen wir uns mit der Produktion von hochwertigen Forstpflanzen. Und wir sind überzeugt, dass standortangepasste Aufforstung ein wichtiger Bestandteil jeder nachhaltigen Forstwirtschaft ist. Die richtige Forstpflanzenwahl, die an einem Standort gesetzt wird, ist entscheidend. Und hier muss man durchaus vorausschauend blicken. Welche Baumart soll gepflanzt werden, wenn die Temperatur um 1,5 Grad steigen wird, beziehungsweise in gewissen Regionen mit weniger Niederschlag gerechnet werden muss? Das sind alles wichtige Fragen, die wir heute diskutieren werden. Ein Bereich, in dem wir in der Vergangenheit investiert haben und weiter investieren werden, ist die Forschung und Entwicklung, und zwar insbesondere in die Züchtung von hochwertigen und widerstandsfähigen Bäumen. Hier muss man leider feststellen, dass wir in der Dachregion im Vergleich zu anderen Ländern wie Schweden, Finnland, Neuseeland im Hintertreffen sind. Es ist mir bewusst, dass hier dort eine andere Forstwirtschaft betrieben wird. Nichtsdestotrotz ist es meine Überzeugung, dass genetische Weiterverbesserung eine Lösung sein kann für klimafitte Wälder. Wir kooperieren daher seit einigen Jahren mit Instituten der privaten und öffentlichen Hand, um diese Themen voranzutreiben. All diese Themen werden heute andiskutiert und hoffentlich werden Sie auch die eine oder andere auch brauchbare Antwort heute finden und wir liefern können. Abschließend möchte ich mich noch bei allen jeden bedanken, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, insbesondere bei unserer Moderatorin Professor Lehling. Wie Sie sich vorstellen können, ist immer eine umfangreiche Vorbereitung notwendig, um so ein Event abhalten zu können, insbesondere in Zeiten von Corona. Und hiermit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, spannende Diskussionen und einen regen Austausch. Besten Dank.